Wenn du auch immer nur eine halbe Frühlingszwiebel brauchst, dann habe ich genau den richtigen Tipp für dich. Und das Gute ist, der funktioniert nicht nur bei Frühlingszwiebeln. Und man könnte jetzt sagen, das ist Allgemeinwissen, aber ich glaube, viele wissen das da draußen nicht, weil bei mir war es auch so. Ich habe immer die Frühlingszwiebeln zur Hälfte benutzt und nach 3 Tagen im Kühlschrank wurden die dann schlecht. Aber wenn ihr euch einfach nur ein Glas Wasser nehmt und die Frühlingszwiebel reinstellt, dann sieht sie nach ein paar Tagen nicht mehr so aus, sondern so. Ihr könnt sie sogar fast bis zum Ende benutzen und nach wenigen Tagen im Wasser sieht sie so aus. Also sie treibt wieder aus und es bilden sich Wurzeln. So können wir die jetzt sogar einpflanzen. Also nehmen wir unsere Frühlingszwiebel und setzen sie in einen Blumentopf. Wie gesagt, ihr müsst das nicht ganz benutzen. Ich bin wirklich gespannt. Also das ist jetzt so ein Selbstexperiment. Vielleicht seht ihr es in den nächsten Videos im Hintergrund. Bald sollten wir sehr viele Frühlingszwiebeln haben. Einmal ordentlich angießen und jetzt hoffen und beten, dass es überlebt. Und ein kleiner Funfact, das Ganze funktioniert eigentlich fast mit allem, was mit einer Wurzel zu euch nach Hause kommt, also auch mit Romanasalat. Einsetzen, treiben lassen, einpflanzen. Viel Spaß!